begleiten. Ich meine, wir dürfen eins nicht vergessen, auch wenn ich dem Herrn hier recht gebe, wir beantworten noch nicht alle Fragen, insbesondere was den medialen Vergleich anbelangt. Es ist ja nicht so, dass das Medium Internet nicht transparent wäre, dass man dort jetzt einfach mal, ohne dass irgendjemand Ahnung hätte, Geld vernichtet. Es gibt kein Medium, was so transparent und so nachvollziehbar ist, einfach noch mehr passieren könnte. Und ich persönlich würde mir auch mehr wünschen, dass gerade Kreativagenturen auch noch stärker auf uns Vermarkter zukommen und einfach sagen, wir haben hier eine besondere Idee, geht es, oder wir wollen hier irgendetwas machen, das würde uns noch fehlen. Also wenn ich mir einzelne Wettbewerbe anschaue, auch Werbewettbewerbe, da fällt dann schon auf, dass da Print und TV teilweise wirklich noch kreativer als online sind. Vielen Dank. Herr Kramer, können Sie zu dem Thema, das hier gesagt wurde, der individualisierten, der personifizierten Werbung noch mal was sagen? Denn wir lesen ja seit Jahren das Ende des Massenmarketing hin zu personalisierten individuellen Marketing. Das ist ja ein ziemlich valider Punkt und Sie haben ja auch ein Todesurteil gesprochen an die generelle Werbung, die die Jungen nicht mehr akzeptieren, weil sie nicht mehr das Gefühl haben, man gibt sich genügend Mühe um sie. Können wir das nochmal von einem Fachmann wie Ihnen nochmal ergänzend kommentiert haben? Also ich will die Frage ein bisschen differenzieren. Wir haben einmal eine Zielgruppenansprache, die immer individueller sein muss. Ich habe unterschiedliche Menschen, ich muss sie unterschiedlich ansprechen, ich muss sie sehr gezielt erreichen. Das Ziel dabei sollte sein, immer weniger Werbung auszuliefern, aber die Werbung, die ich ausliefere, ist so treffgenau, dass sie relevant wird für Menschen. Das wäre für mich ein Punkt, mit dem wir die Effizienz von Werbung deutlich steigern können. Die zweite Frage ist die der Kreation, der inhaltlichen Effizienz einer Kampagne. In der Theorie ist es ganz toll, wenn wir für 10 Millionen Zielgruppenmitglieder 10 Millionen verschiedene Executions eines TV-Spots machen. In der praktischen Umsetzung wird es ein bisschen mühsam werden. Und da werden wir auch in Zukunft weiterhin Sammelbecken brauchen, die man zusammenfassen kann mit dem Thema Relevanz. Werbung muss relevanter werden, als sie das ist. Wir kommen aus einer Zeit, in der wir in den klassischen Medien eine Botschaft reingedrückt haben in eine Zielgruppe. Und manchmal hat man ja mittlerweile den Eindruck gewonnen, dass ein Produkt nicht wegen, sondern trotz der Werbung gekauft wird. Wenn also der 23. TV-Spot-Kontakt dann stattgefunden hat bei einem TV-Vielseher, wo sich aber gefragt, mögen diese Menschen die Marke wirklich noch? Da müssen wir relevanter werden, sprich Werbung muss sich viel mehr Gedanken darüber machen, wie sie locken kann, über Inhalte überzeugen kann, gute Unterhaltung, relevante Services, Informationen zu bieten. Das sind eigentlich so die Aspekte, die Kommunikation relevant machen, unabhängig davon, ob sie Werbung ist oder nicht. Und das müssen wir auch ein Stück weit erst wieder lernen, meiner Ansicht nach. Vielen herzlichen Dank. Ich kann Sie hier nicht vom Sofa lassen, ohne die schicksalshafte Entscheidung des Platzwechsels oder der ergänzenden Messe in Köln anzusprechen. Herr Mutter, Sie sind leider nicht der Sohn von Herrn Groth, der hier mal Messechef war. Und ihn hätte ich natürlich gerne gefragt, wie ist zu erklären, dass eine Branche, die gerade jetzt anfängt, aus der Garage ins Wohnzimmer der Kommunikation vorzudringen, jetzt anfängt, sich zu splitten mit zwei Messen, ausgerechnet dann auch noch in zwei Städten, die sich auf dem Tod nie ausstehen können. Heißt das, wir müssen jetzt eine Woche in Zukunft unserer Zeit investieren, um zweimal das Gleiche zu sehen? Oder warum ist diese Entscheidung vom Verband so getroffen worden? Ja, also ich weiß nicht, ob das der richtige Rahmen heute auf der Messe ist. Ich habe das hier im Manuskript stehen, dass das ein wichtiger Punkt ist, den ich hier den Düsseldorf-Gästen sagen soll. Und ich bin ein ordentlicher Mann, der seinen Job macht. Ich glaube, in dem Fall seitens des OVKs und des BVDBs haben wir uns ja nicht leicht getan mit einer Frage, wie wir so ein Konzept einer Messe von unserer Seite weiter betrachten und wie wir damit umgehen wollen. Und um eins ganz klar zu sagen, auch wenn es ein bisschen platt klingt, aber letztendlich ist es so, wir haben irgendwann mal überlegt, wie wollen wir uns eigentlich weiterentwickeln, was ist aus unserer Sicht, aus der egoistischen Sicht eines Verbandes und seiner Mitglieder für die Zukunft das Wichtigste und das Beste und haben dort eine Ausschreibung gestartet, und haben dort mit vielen Partnern geredet, wie seht ihr die Konzepte und was glaubt ihr, was für die Zukunft mit uns gemeinsam am besten ist. Dort haben wir eine Wahl getroffen. Wir haben uns nicht gegen jemand entschieden, weil nochmal ganz objektiv, Düsseldorf hat hier ganz tolle Arbeit geleistet über Jahre und wir haben gut zusammengearbeitet. Wir haben uns für einen anderen Partner entschieden.
Wir sind nicht diejenigen Seiten des Verbandes, die zukünftig entscheiden werden, ob es eine, zwei Messen gibt oder Sonstiges. Sondern wir haben aus unserer Sicht, im Sinne unserer Mitglieder, eine Entscheidung getroffen, dass wir glauben, dass wir einen Partner gefunden haben, mit dem wir das, was für uns wichtig ist, in den nächsten Jahren in Köln dort vertreten können. Also ich finde Ihre Antwort außerordentlich fair, aber furchtbar politisch. Sagen Sie doch mal, was ist der Sinn, den Sie Ihren Mitgliedern durch eine solche Teilung an Besseren vermitteln? Nochmal, Sie brauchen mich nicht zu fragen, ob es eine Teilung der Messe gibt. Von unserer Seite gibt es keine Teilung. Der OVK, für den ich zumindest sprechen kann, wird keine Messeteilung haben, sondern der OVK hat sich ganzheitlich einstimmig fürs nächste Jahr für eine Messe entschieden. Für den BVDW kann ich jetzt nicht sprechen, dort ist es aber ähnlich, aber seitens des OVKs mit den 25 Mitgliedern, die hier einen großen Teil der wichtigen Aussteller ausmachen, haben wir eine eindeutige Entscheidung getroffen und zu dieser eindeutigen Entscheidung stehen wir und dort gibt es auch keine Teilung oder kein Wenn und Aber, sondern wir haben dort lange diskutiert, wir haben intensiv diskutiert, wir waren uns der Verantwortung bewusst, die wir dort zu treffen haben und haben diese Entscheidung dann letztendlich auch getroffen und die steht. Okay, die steht, bezweifle ich gar nicht. Gibt es denn einen einzigen, ganz besonders wichtigen Grund, der diese Entscheidung bei Ihren Mitgliedern zugunsten Köln produziert hat? Es muss ja irgendeinen richtigen Grund geben. Ja, es gibt mehrere Gründe natürlich, warum wir eine solche Entscheidung getroffen haben. Der wichtigste Grund ist einfach, dass wir von unserer Seite her einen Auftrag als Verband haben. Dieser Auftrag ist im Wesentlichen erstmal Gattungsmarketing. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir unsere Branche dauerhaft beleben und unsere Branche dauerhaft weiterentwickeln. Dafür haben wir uns einen Partner gesucht, mit dem wir glauben, dass wir die Ziele, die wir als Verband in dieser Branche haben, am besten umsetzen können. Jetzt muss man ja mal realistischerweise sagen, dass Messen und Veranstaltungen auch gewissen Zyklen unterworfen sind. Wir haben Erfahrungen gemacht in anderen Branchen, wie es zur Ausfranzung kam, wie es sich zur Entwicklung kam, dass einzelne Messen, die mal erfolgreich waren, dann nicht mehr so erfolgreich gewesen sind. Das sind eben so Aspekte, die wir bei unserer Entscheidung mit berücksichtigt haben. Wir haben im Fernsehbereich mal eine sensationelle Messe gehabt, die irgendwann mal so sensationell war, dass dann keiner mehr hingegangen ist, sodass sich es keiner mehr leisten konnte. Das sind einfach alles Aspekte, die wir dort mit berücksichtigen. Und dementsprechend haben wir uns einfach nach einer gewissen Zeit angeschaut, welche Konzepte gibt es, welche Konzepte werden uns angeboten und haben uns dort für das unserer Meinung nach Beste entschieden. Prima, vielen herzlichen Dank. Damit legen wir das zu den Akten und schließen vielleicht für die Anwesenden hier mit einem Statement von jedem von Ihnen. Was möchten Sie gerne, was Sie immer schon mal einem solchen Audience sagen wollten, dass die Herrschaften mit nach Hause nehmen? Jetzt haben Sie freie Werbezeit. Bitte sehr, Knefau, fangen Sie an. Ja, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir 2009 ein erfolgreiches Online-Jahr hinlegen werden, dass sich die Etats weiter in diesem Bereich positiv entwickeln werden. Das wäre der größte Erfolg eigentlich für die gesamte Branche. Das hieße, dass wir im nächsten Jahr hier auch einen gemeinsamen Event in Köln oder wo auch immer feiern können. Möglicherweise feiern dann andere den woanders. Das wäre für uns das Thema schlechthin. Und es gibt eins, was ich mir für das nächste Jahr auch wünsche, was hier auch in dem Gremium angesprochen wurde, mehr Kreativität von allen Seiten. Da fühlen wir uns in der Verpflichtung als Vermarkter. Ich wünsche es mir aber auch von der Agentur- und Kundenseite und speziell auch von den Kreativagenturen, die im Bereich Online noch sehr, sehr lange sehr ruhig waren, wo ich denke, dass da noch eine Menge Entwicklungspotenzial ist und darauf freue ich mich im nächsten Jahr. Herr Kramer. Also ich würde mich freuen, wenn wir Polaritäten beiseite legen könnten. Das war ein bisschen das Stichwort des heutigen Zusammentreffens. Wir haben es hier mit einem ganz, ganz jungen Medium zu tun. Es gibt noch wahnsinnig viel zu tun und keine Gattung, kein Vermarkter, keine Agentur, kein Kunde alleine wird es stemmen können, was da auf uns zukommt. Und das, was wir hier erleben, das ist wirklich die Spielwiese. Wenn ich an Targeting-Technologien denke, das ist etwas, was uns in allen elektronischen Medien in wenigen Jahren drohen wird. Und wenn wir uns nicht zusammenraufen und statt Polaritäten versuchen zusammen diese riesigen Chancen, die wir da haben, gemeinsam weiterzuentwickeln, dann werden wir es verdammt schwer haben mit dieser Komplexität, die uns die Nutzer auferlegen, die eben komplexe Medien nutzen mittlerweile, dann werden wir es verdammt schwer haben, damit klarzukommen. Deswegen wäre ich für einen Zusammenschluss aller Kräfte und der Entwicklung richtig toller Ideen. Vielen Dank, Herr Atia. Dem würde ich mich in der Form anschließen, was ich auch sage. Wir haben eine ganze Menge an spannenden Themen in den nächsten zwei Jahren. Die Aufkommen der Marktplätze, immer verfeinerte Infrastrukturen im Bereich Targeting,
Google-Initiativen etc., die das Gefüge hier verändern werden. Aber ich würde appellieren, dass das als positive Veränderung gesehen wird, dass man sagt, das ist eine Ausgangsbasis, um die nächste Evolutionsstufe dieses Mediums mitzumachen, dass man sich natürlich hier und da ein wenig umorientieren muss, was bestimmte Geschäftsmodelle, bestimmte Prozesse, bestimmte Zusammenhänge angeht, aber dass es auf jeden Fall die Basis ist, um dieses Medium weiter zu etablieren, den Anteil am Mediamix weiter zu festigen, im Bereich der Forschung das ein oder andere, was bisher nicht möglich war, weiter zu unterstützen und dass wir sehr positiv in die Zukunft schauen können, was das betrifft, was wir hier alle tun. Super. Herr Mutter, Sie haben das letzte Wort. Ja, dann will ich es auch kurz und einfach machen. Ich meine, wenn wir uns andere Märkte anschauen, sehen wir, dass dort der Online-Markt sicherlich weiterentwickelt ist als hier. Wir haben derzeit in Deutschland ca. 12-14% der Werbespendings im Internetbereich. In anderen Ländern, wie beispielsweise der Niederlande, sind es 20%. Und ich meine, im Fußball wollen wir auch nicht zurückstehen bei den Holländern, dann sollten wir es im Internet auch nicht. Also buchen Sie mehr, dass wir nächstes Jahr die 20% erreichen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, können wir bitte den Profis hier einen schönen Beifall spenden für die guten Aussagen. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank an Sie und natürlich, nein, nicht so schnell, Herr Michael, nicht so schnell. Sie können, wenn Sie wollen, schon mal so ganz langsam und entspannt das Sofa verlassen. Sie haben hier sehr geschmeidig diese Diskussionsrunde begonnen, indem Sie gesagt haben, ich bin ein alter Sack hier in dieser Runde, sind aber auch ein alter Markenarchitekt. Was nehmen Sie denn als alter Sack und Markenarchitekt hier mit? Ist das ein Haus, was hier gebaut wird, diese Messe, was Bestand hat? Oder ist das eine ausbauwürdige Veranstaltung, wo eine schöne Fassade steht, aber das Haus dahinter noch ein bisschen durchdacht werden muss? Also ich habe den Herrn Mutter eher richtig verstanden, dass er sagt, der Verband ist interessiert, dass alles schneller geht, professioneller geht und zu neuen Ufern führt. Da hat er vollkommen recht. Dieses Medium ist ein Phänomen in unterschiedlicher Art. Online, sowohl mobile online wie auch stationäre online, wird ein Zukunftsmarkt, der danach schreit, bessere Erkenntnisse, bessere Zahlen, besseres Know-how zustande zu bringen. Insofern könnte man sich auf den Standpunkt stellen, meine Damen und Herren, es ist richtig, dass Sie sich erst in Düsseldorf und anschließend in Köln oder erst in Köln und dann in Düsseldorf nächstes Jahr informieren, weil es so viel zu lernen gibt in dieser Branche, da bräuchte man fast noch mehr Messen als nur die zwei. Aber zunächst mal muss man sagen, hier ist, finde ich, in Düsseldorf etwas entstanden, was sich in diesem Jahr, wenn ich richtig gehört habe, verdoppelt hat in der Besucherzahl. Und ich habe mal gelernt im Fußball, obwohl ich es nie richtig konnte, never change a winning place, sage ich mal jetzt in Abwandlung zum Team. Insofern ist das jetzt schon eine mutige Entscheidung des Verbandes und spätestens kostet es ein Jahr später dem Präsidenten den Kopf, aber dafür sind die Kerle ja auch da. Es sind hier die offiziellen Zahlen, die ich noch kurz sachlich Ihnen nachreichen will. 2008 wird hier in der eben veröffentlichten Pressemitteilung mitgeteilt, die erfolgreichste Online-Marketing Düsseldorf aller Zeiten. Mehr als 20.000 Besucher, Sie sind also Rekordinhaber, wenn Sie jetzt in diesem Saal sitzen, bei mehr als 380 Ausstellern. Die Befragungsergebnisse, 82% der Besucher sagen gut oder sogar außerordentlich gut. Das sind, wo Sie sich also in diesem vergammelten alten Gebäude gedrängelt haben. Da wurde gestern schon gefeiert in dem Verbeugen. Na ja, ganz schön. Ich meine, als Messe ist das kein richtiger Platz. Zumindest war es mein Eindruck damals. Das war so garagenmäßig, wie ich schon mal gesagt habe. Insofern ist es richtig, es in ein Messegelände zu tun. Es ist richtig, ihm Raum zu geben. Noch sind hier 10 Hallen unbelegt. Also Ihre Branche wird diejenige sein, auf die man am meisten schaut. Und jeder, der dazu was beitragen kann, ist im Sinne von Marke jemand, der hochwillkommen ist. Also Schlusswort von Michael. Ganz persönlich, das Schönste am Internet für mich ist, dass es alle anderen Märkte in den Wachstumsraten weit hinter sich lässt. Und ich gratuliere Ihnen, dass Sie dort einen Job gefunden haben. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Alles Gute auch für das wunderbare BMM-Büro. Immer eine Freude, Sie zu erleben. Dankeschön, Werner Michael.